Ich wette aber, dass das jetzt nicht funktionieren wird, die ersten Teile, weil die halt beispielsweise viel zu weit weg sind. Genau. Dann machen wir das so. Ist da ein Datenwürfel? Ne, ist da ein Arbeiter? Ah, wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Kann man das so machen? Ich will mal was testen. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen If-Befehl reinmachen, ist... Nee, tell in die Richtung bereit. Tell in die Richtung bereit. Warte, dann das muss ich anders schreiben. Ist dort eine Wand. Wir gehen jetzt von der Position hier unten aus. Ist dort eine Wand? Sag bereit. Ist dort keine Wand? Listen bereit. Und tell bereit. Dass erstmal alle an die Startposition gehen. Wenn die oberste Person. Ist da eine Wand? Jetzt müssen wir gucken, dass die oberste Person den Befehl erhält. Wir gucken erstmal, ob die überhaupt warten. Bitte was? So, er bekommt jetzt hier von ihr die Ansage, sag bereit, weil da ist ja eine Wand. So. Zack. Er hat das gehört und sagt jetzt nach oben hin bereit. Hat er das jetzt nicht gesagt? Was? So, nochmal. So, ist da eine Wand? Nein. Jetzt kriegt er bereit von unten gesagt. Hört das? Oben ist keiner. Er läuft. Läuft einfach richtig mit dem Befehl. Ich dachte eventuell, dass ich dann so lange warten, bis da jemand ist, dem man das Ganze sagen kann. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Das sagt er dann einfach zweimal so. So. Wow. Ohne Scheiß, es hat gar nicht so schlecht funktioniert, wie ich gedacht hätte. Aber hier fehlt noch ein Jumpbefehl. Den habe ich noch gar nicht reingemacht. Und zwar hier. Kommt halt ein Jumpbefehl rein. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Machen wir halt irgendwann ein bisschen schneller. Also so. Ja, jetzt sagt er los. Die anderen rechnen nochmal. Kurz gucken. Ist da ein Wertwürfel? Ja, steppen wir hin. Picken den auf. Ah, okay. Rechnen, Truppen. Ganz wichtig, sollte man nicht vergessen. So, haben wir das. Gehen wir dahin. So. Zack. Und jetzt kommt jede Zahl einmal dahin. Bis wir einmal durch sind. Wir machen das Ganze wieder im Schnellformat. Das funktioniert ja. Ach, schön.
Schön geordnet. Wie hübsch. Bin mir sicher, dass jede Zahl froh ist, ein Teil von etwas Größerem zu sein. Wie einem Raster auf dem Boden. Ja, 53. 100 Datenwürfel haben wir fertig. Gut, 16 Befehle, wir haben das jetzt mit 22 gelöst. Wir sind auch 8 Sekunden ein bisschen zu lang gewesen. Das kommt wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich alles durch diesen Anfangskuddelmuddel hier entstanden. Ich wüsste, warte, wie kann man das irgendwie noch anders machen? Kann man das irgendwie anders machen? Ist da... Klar kann man das anders machen. Ich kopiere mir den mal. So, pack den mal eben hier hinten rein, füge den mal eben ein und jetzt machen wir das Ganze mal alles weg. Das einmal und das einmal. Wir machen das mal anders und zwar mit ist dort ein Arbeiter. Beziehungsweise ich mache erstmal mit keinem Arbeiter. Ist da kein Arbeiter, dann... Ja, ist da kein Arbeiter wie hier beispielsweise. Dann müssen die warten. So, ja, dann ist das halt so. Dann mache ich erstmal mit einem Arbeiter. Ist da ein Arbeiter, dann... sag ihm... Sag ihm los. Keine Ahnung. Sag ihm los. Und wenn nicht, dann. Dann. Ja. Gut, wir machen das mal von nach unten. Von hier oben ab. Er checkt, ist ein Arbeiter. Ist ein Arbeiter, also sagt er ihm los. Dann sollte er... was ist... Ich versuche das irgendwie gerade anders zu lösen, aber ich... Warte mal, wie... Ja, Mann. Ja. Bin gerade so ein bisschen. Vielleicht hier mit Tell und Listen machen, dass. Irgendwie muss man die zum Warten bekommen. Dass die so lange warten, bis eine andere Person unter ihnen steht. Theoretisch wäre das ja einfach nur mit. Mit Jump-Befehl. So. So ungefähr. Was könnte man machen? Man könnte jetzt beispielsweise statt dem Tell, das mache ich mal eben. Ein bisschen weiter oben. Mache ich mal eben zum Listen. Listen. Listen los. Hier oben mache ich dann die Datei hin. Ist dort eine Wand. Sage das. Wenn nicht, verschieben die direkt hier rein. In das, diesen Abschnitt. Das sollte, glaube ich, so funktionieren. Ich habe das halt mit dem Calculate nur nicht drin. Ist da unten ein Arbeiter? Das macht das Ganze wieder... Das wird genauso lang. Das wird genauso lang. Das wird genauso lang. Jetzt könnte ich hier beispielsweise Calculate reinpacken.
Im 1 plus C. So. Sprich, der guckt, also am Anfang geguckt, ist da eine Wand? Bei ihm ja. Bei den anderen ja nicht. So, der sagt dann los. Er sagt los. Er hört dem Ganzen zu. Hört das Ganze. Kalkuliert das Ganze, ne, rechnet halt so ein bisschen. Und könnte dann beispielsweise auch Tell los sagen. Ich glaube, das machen wir ja nach unten. So. Ne, das muss zu allen gemacht werden. Ist das immer so wieder. Wir gucken mal. Genau, und die Person hängt jetzt hier plötzlich fest. Läuft. Läuft einfach mal richtig. So, wir gucken mal ganz kurz ran. Ich will jetzt keine Person sehen. So, er sagt los, er hört los. Ja, und die anderen kriegen direkt los mit. Habe ich das denn hier gemacht? Nochmal. Ja, weiß ich. Ist ein Arbeiter. Tell los an alle. Wie habe ich das hier gemacht? Hier mit dem Arbeiter unten. Muss ich auch, ist da oben ein Arbeiter? Ist da oben ein Arbeiter? Muss das hier gemacht werden? Eigentlich so, ne? Kompletter Sauhaufen. Okay, ich lasse das einfach mal bei dieser Lösung hier. Weil für mich wird es langsam schon kompliziert, die Folgen halt zu liefern, beziehungsweise. Da ich ja selber nicht programmiere oder sowas und das hier. Mittlerweile ist es ja nicht mehr komplettes Neuland. Ich habe ja hier mit dem Spiel halt so ein bisschen gelernt. Aber es ist halt immer noch knifflig für mich, das Ganze so ein bisschen kürzer zu machen und sowas. Deswegen verzeiht mir dort, wenn ich das nicht hinbekomme. Oder wenn ihr euch öfter mal vor den Kopf klatscht, was ich für eine Scheiße mache. Aber ja, ich unterhalte euch da damit. Dass ich das ab und zu nicht hinbekomme. Ja, ne, das ist. Ist halt auch bei mir so. weil ich möchte euch ja Folgen liefern und nicht hier, wie bei dem einen Code, da dreieinhalb, vier Folgen dran zu sitzen. Ich würde euch nicht unterhalten und ihr würdet nur die ganze Zeit Facepalm geben und das wollen wir nicht. So. Meine Lösung ist das und wir gehen mal zum nächsten. Und dann sind wir schon fast in Phase 4, meine Lieben. So, Gleichmacher. Was haben wir denn hier? Stellen wir uns alle vor, sie hätten einen Sandkasten und sie bauen vorsichtig große Sandburgen und sie graben tiefe Löcher. Und dann kommen große Kinder vorbei und rütteln den Sandkasten wie ein Erdbeben durch. Und ihnen bleibt eine absolut ebene Sandfläche zurück. Nun, genau das müssen wir mit diesen Daten machen. Berechnen Sie den Durchschnitt aller Würfel im Raum und schreiben Sie das Ergebnis auf alle Würfel. Bitte was? Okay. Gut, dann 3 Richtungen. Einmal ist dort ein Datenwürfel. Erstmal müssen wir die Reihen berechnen. Wir haben ja hier ein paar Personen, die rechnen jetzt erstmal die Reihen durch. Sprich, ist da ein Datenwürfel, dann hinsteppen, aufpicken, Meme 1,
plus mein Ding, auch wenn das immer wieder so super klingt. Und das Ganze das Ganze wiederholen, so mit dem Jump-Befehl. Schabup. Bis irgendwann kein Datenbefehl mehr zu finden ist. Dann sind sie ja oben an der Wand. Das sollten wir jetzt eigentlich schon mal. Da können wir auch gleich mal eben durchchecken. So, dann kommen wir zum zweiten Part. Ich muss doch gucken, gleich wegen der Gleichstellung, dass alle hier in einer Reihe stehen. Dann muss ich gleich nochmal gucken. Jetzt müssen wir gucken. Wie können die alle zusammen schreiben? Die müssten ja theoretisch jetzt alle. Also ich kann mir das jetzt so vorstellen, alle gehen nach oben, schreiben dann die Zahl, die sie haben, hier drauf, auf die obere Reihe, da haben wir die geändert. Und dann einmal alle in einer Reihe durchlatschen. Dann hat jeder, sage ich mal, den Durchschnitt davon. Und dann klappt das Ganze. Eigentlich. 7 mal 7, also durch 49 müssten wir das Ganze ta. Stimmt. Ist da kein Datenwürfel? Ist da kein Datenwürfel? Calculate. Meme 1 durch. Sind wir hier durch 7? Tada! Müsst ja durch 7, ne? Das, alles plus nehmen. Dann durch 7. Ja, wie können wir jetzt. Set das hier? Ne, hier war das nicht. Doch. Können wir mit Set 2 dahin so machen? Ginge das? Das wäre jetzt beispielsweise hier drin. Okay, wenn die jetzt fertig sind und dann oben stehen, dann sagen wir hier erstmal zu allen Tell bereit. Dann machen wir einmal noch einen Tell. Tell okay, keine Ahnung. Oder Tell los. Muss ja keiner hören. Ist eigentlich völlig. Irrelevant ist einfach nur dafür da, dass wir Zeit schinden. So, dann machen wir ganz kurz. Machen wir die Richtung. Also, Meme 1 ist dann, wenn jetzt Personen hier jetzt alle hier oben stehen. Zum Beispiel kann ich auch mal eben hier machen. Jeder hat ja Meme 1, sag ich mal, hat ja Meme 1 raus. Ah, nee, warte, das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Oh, wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Ich will jetzt, dass die Person irgendwie der Person sagt, okay, ich habe die und die Nummer. Die Person wird dann das Ganze umrechnen, also die beiden Nummern zusammen. Dann durch 2 muss das ja, glaube ich, dann geteilt werden. Oder? Es ist schwierig zu rechnen. Es ist einfach schwierig zu rechnen. Ich würde ja alles zusammenrechnen, dann durch 49. Aber da die Würfel ja nur bis 99 gehen und nicht höher, wird das eine Katastrophe werden.
Das würde Meme 2 bedeuten. Aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Okay, und Moment, ich will mal fragen, hat er hier Optimierungs... hilfreiche Hinweise. Immer mal gucken, was er uns sagt. Der Durchschnitt ist die Summe aller Würfel geteilt durch die Anzahl der Würfel. Da ihre Arbeiter nur mit ganzen Zahlen rechnen können, keine Spalten nach dem Komma, werden sie mit jeder Division ungenauer, da alle Nachkommastellen wegfallen. Die richtige Lösung führt nur durch... die richtige Lösung führt nur eine Division durch. Okay, also dann doch nicht das hier. Schwupp, weg. Ja. Okay, wir laufen, lassen wir die da durchlaufen. Was? Ja. Hätte ich ja mal ein bisschen anders machen sollen. und zwar. Das machen wir hier hin, unten rein. Ist da eine Wand? Wenn ja, ist gut. So, dann machen wir hier Nein rein. Wenn nein, dann ist der Banner oben. Ganz vergessen. Da muss ja noch ein Jump-Befehl rein. So. Fuck, fuck, ich vergesse mal die Hälfte. So. Aber die lassen wir mal eben da durchrattern, bis wir oben sind. Da will ich mal jeden einzelnen kurz anklicken. So. Zweiundzwanzig, vierundzwanzig, zweiundzwanzig, dreißig, achtundzwanzig, achtzehn, zweiundzwanzig und einundzwanzig. Ja. Okay, ich will mal einen Test machen. Wie viel können die maximal berechnen? Das will ich jetzt mal wissen. Ich kopiere mal ganz kurz diesen Code einmal. Füge den mal eben hier ein. Nur um was zu ändern. Und zwar mein Ding. Mal. Wie meins? Wir gehen einfach mal hier drauf. Und schauen mal, was passiert. So. Meme 1 mal mein Ding, ja toll. Das funktioniert ja gerade super. warte, machen wir anders. Da das ja nur ein Test ist, machen wir eben Set im 1 gleich 1 rein. Und dann würde ich sagen, starten wir mal los. Ich gehe nochmal auf die Person, so, gehen wir jetzt darauf, rechnet um. Einmal 2 gleich 2. Yay, weiter geht's. Sagen wir mal 4 gleich 8. Ich will gucken, wie hoch die kommen. 8 mal 17, 100. Ah! Aha, die können also doch höher, okay. Wir schauen mal nach, wie hoch die genau können. 2000 kriegen sie hin. Die werden auf jeden Fall noch 5-stelligen Bereichen bekommen. Ah, sehr schön. Die kommen ja richtig hoch. Ich dachte, die können nur bis 99. Jawohl. Easy. Okay, okay. Das erklärt einiges. Dann, können wir das auch anders machen. So, das, das ist da eine Wand. Wenn dort eine Wand ist, steppen wir kurz runter.
picken das Ganze mal auf, schreiben hier unseren Wert wie 1 drauf. Und dann ja, dann. Setten wir so schräg. Ja. Boah, ist das eine Katastrophe. Wie kann man die nochmal unterhalten lassen? Wie war das nochmal? Ja. Warte, wir gehen mal. Warte, wir schreiben das Ding drauf. Ich habe wieder den Drop vergessen. So. Dann bleiben die da stehen und jetzt checken sie einmal alles durch. Und zwar. Ja, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So ist dort ein Dartwürfel. Dann setze. Weil können wir hier, können wir auch so setzen. Den Wert auf minus 2. Das macht dann halt jeder. Beziehungsweise, ne, das ist. Das ist gerade echt scheiße. Das ist echt recht. Warte mal, wir hatten doch bei irgendeinem. So ein Aufgabenbüro-Romanze. Das war weiter unten. Das war viel weiter unten. So eine Tierhalle. Kammerjäger. Spaltenschreddern. Oh, wo war das denn nochmal? Um die Ecke gedacht. Ich suche gerade die Ecke, wie man nochmal welche unterhält. Datenschacht, Biometrie-Schreiben. Oh, wo war das denn nochmal? War das hier? Nein. Ja, hoppala. Boah, da komme ich gerade null drauf. Okay, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich mache dann erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich zeige euch nochmal den Code, dass ihr nochmal wisst, wie würdet ihr. Ja, komm. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, das weiß ich doch alles. Ich zeige euch nochmal den Code hier. Das wäre, sag ich mal, alles hier vom Code. Wie würdet ihr weitermachen? Schreibt es mir gerne mal rein, weil ich bin jetzt gerade überlegen, wie kann man die nochmal unterhalten lassen, dass ich sagen würde, okay, die Person sagt es der Person, die rechnet das Ganze zusammen, ich packe das zu der Person, dass die, sag ich mal, Wert 1 hat, die hat Wert 1 und 2, rechnet das dann halt um, die kriegt dann später Wert 1, 2 und halt 3, den der hat. Das immer so weiter, bis halt hier 1 bis 7 ist. Das Ganze natürlich auch zusammengerechnet und die dividiert das Ganze dann. Dividiert? Ja. Nee. Egal. Die rechnet das dann halt um durch 49 und teilt das dann einmal wieder an alle Mitglieder mit. Keine Ahnung. 23, 25 oder sowas wird das wahrscheinlich sein. Da hänge ich gerade dran. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Macht es gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und, ja. Tschüss.